Ihr seid eures Amtes als fürstlicher Hofzauberer enthoben. Ich verbanne euch, weil ihr statt die Ordnung der Kristalle zum Ruhme unseres Reiches zu studieren, die Ordnung unseres Reiches zu zerstören trachtetet. Tet! Es sei euch verwehrt, jemals wieder an unserem Hof herumzuzaubern. Dass ihm nur nichts passiert. Du gottloser Hamel, du hast es ja selber angezündet. Kann man es länger aushalten? Mit solcher Missgeburt bringt kein Wort heraus. Tot möchte man sein. Wenn er dich so plagt, überlass ihn mir. Zaches? Meine einzige Stütze. Und vielleicht für umsonst? Keine Sorge. Soll's nicht zu kurz kommen. Nehmt ihn, Herr. Nehmt ihn. Bei euch hat er sicher gut. Ein...
Dein Klein Zaches wird noch der größte Mann im Staate werden. Der größte. Mein Klein Zaches? Der größte Mann? Na, kommt mal. Großartig. Aus dieser Kreatur ohne Verstand und ohne Talent werde ich den größten Mann des Landes machen. Begabt, klug und mächtig. Mit meiner Kenntnis der menschlichen Seele, mit der Zauberkraft meiner Pfauenfeder. Taten und Talente anderer werden auf ihn übergehen. Alle sollen zu ihm aufblicken und ihn bewundern. Und der Fürst wird kleiner sein als mein Klein Zaches. Ah! Candida. Balthasar. Deine Augen sind wie ein Spiegel. Solange ich mich in ihrem Glanz sehe, weiß ich, dass du mich liebst. Meine Damen und Herren, ich habe die Ehre, Ihnen diesen hervorragenden Jüngling, Zaches Zinnober, Herrn Zaches Zinnober vorzustellen, der mit den besten Empfehlungen auf unserer Universität die Rechte zu studieren gedenkt. Oh. Alle Rechte, alle! Alle Rechte, alle! Und alle Linke! Ja.
ihr so? Diese jungen Leute! Fabian! Schäme dich, dass du den armen Kerl so verspottest, der vielleicht durch geistigen Wert ersetzt, was ihm die Natur an körperlichen Vorzügen versagt. Schlechter Scherz. Ein sehr schlechter Scherz. Fabian. So in Gesellschaft zu kreischen, als hätte jemand einer Katze auf den Schwanz getreten. Katze! Katze! Sie sollten Ihren Freund zur Ordnung rufen. Wie kann er nur so grässlich mauzen? Meine Damen und Herren, bitte wieder Platz zu nehmen. Es war nur ein naturwissenschaftliches Spiel des Herrn Sekretär Fabian. Ein Spiel, zwar höchst unpassend, aber nur ein Spiel. Bitte wieder Platz nehmen, bitte. Also dieser bitte Sekretär Fabian. Ja. Bitte schön, bitte nehmen Sie Platz. Bitte schön. Verehrter Herr Direktor, erlauben Sie bitte, Ihnen für die Einladung zu danken mit einem bescheidenen Beitrag aus meiner Feder. Wenn es genehm ist, würde ich gern, ich meine, es wäre mir eine Ehre, eine große Ehre, mein neuestes Gedicht vortragen zu dürfen. Ja, bitte. Ach, schon erlauben Sie es doch. Beginnen Sie, beginnen Sie. Es stehen unbeweglich Sterne in der Höhe, viel tausend Jahr und schauen sich an mit Liebesweh. Sie sprechen eine Sprache, die ist so reich, so schön, doch keiner der Professoren kann diese Sprache verstehen. Ich aber habe sie gelernt und ich vergesse sie nicht. Mir diente als Grammatik der Herz allerliebsten Gesicht. Welche Fantasie. Welch ein Wohlklang. Welch ein Gedicht. Und welche Gedanken. Dank Ihnen, Herr Zarus-Zinnober. Dank Ihnen, dank Ihnen. Danke. Dank Ihnen für diesen vortrefflichen, göttlichen Genuss. Dank Ihnen. Ja. Der Rede wert. Kleinigkeit. Letzte Nacht schnell hingeschrieben. Aber das. Candida! Vortrefflich, junger Mann, vortrefflich. Ich danke Ihnen. Nicht zu viel, nein, nicht genug, sprach man mir von Ihrem hohen Genius, der Sie beseelt. Welche der Jungfrauen möchte unserem göttlichen Zarus-Zinnober für sein Gedicht danken, das das innerste Gefühl der reinsten Empfindungen ausspricht? Mit einem Kusse. Kann... Bravo! Ja!
Balthasar, bist du des Teufels! Deine Gedichte! Wie kannst du? Ja, ich bin des Teufels! Nach allem, was ich heute erleben musste, kann ich nur des Teufels sein. Ich werde alles verbrennen, ehe dieser Zinnober es sich aneignet. Balthasar, du kannst deine Gedichte nicht verbrennen, denn sie sind in dir und werden immer wieder aus dir rauskommen. Sie sind wie meine Musik. Die ist auch nicht in der Violine, sondern in mir. Dann schließ sie nur recht gut in dir ein, deine Musik, ehe sie dir dieser kleine Teufel noch entreißt. Hier gespielt? Ich oder der Erdwurm da? Bitte, bitte, Rektor, habe gespielt, wie es in meinen Kräften steht, bin freilich der stärkste Violinist in Europa und den anderen übrigen Weltteilen. Zaches, der größte Liebhaber, der größte Geiger, der größte Sänger, Wissenschaftler, Arzt, Lehrer, Schüler, Minister, der größte Minister, überhaupt der größte, größte, auf meinen Zinnober. Sie sind alle besessen! Das Konzert ist von Viotti! Dem berühmten Viotti! Und ich, Vincentus Biocca, habe es gespielt!
Balthasar. Hättest du mich doch gelassen. Tot sein ist für mich besser als ein Leben ohne Musik. Du hast deine Musik verloren und ich meine Verse. Du deine Candida und ich meine Geige. Weißt du was, Vinzenz? Wir packen diesen Zaches Zinnober bei seinen Käferbeinchen, stecken ihn durch das F-Loch in einen Kontrabass und dann spielst du ein Konzert, das ihm Hören und Sehen vergeht. Ja, Balthasar. Ich will ihm ein Konzert aufspielen, dass er glaubt, einen Höllensturm zu hören. Ich bin der Größte! Alles meins! Meine Candida! Alles mir! Ich bin der Größte! Ich! Fürst Barsanov! Haben wir hier für einen hübschen, wohlerzogenen jungen Mann. Mein lieber, bester Minister. Sicher ist er der Verfasser der schön formulierten Berichte, die ich seit einiger Zeit erhalte. Aber die Berichte, Herr Minister, es sind doch meine. Mein Fürst, Herr Zaches Zinnober ist erst wenige Tage in meinem Ministerium. Aber ich muss jetzt schon sagen, noch nie hatten wir einen so intelligenten und gebildeten Beamten. Entschuldigen Sie bitte, Herr Minister. Ich erlaube mir höflichst darauf hinzuweisen, dass der von Ihnen so geschätzte Herr Zaches Zinnober diese Berichte gar nicht verfasst haben kann, da er ja, wie Sie selbst sagen, erst wenige Tage im Abte ist. Fabian! Hier die Berichte, durchlauchtester Fürst, die Ihr Wohlgefallen gefunden haben, sind von mir verfasst. Von mir! Herr Sekretär Fabian, was reden Sie da? Sie haben seit Wochen keinen Strich getan, trotz meiner Hilfe und Mahnung. Sehr zu empfehlen, mein Bester. Oh. Macht nichts. Fabian, das ist der Gipfel. Vor aller Augen verschlingen Sie die fürstlichen Fasane, ruinieren mit Ihren fettigen Fingern den Rock des durchlauchtigsten Fürsten. Ihre Unfähigkeit für den diplomatischen Dienst ist erwiesen. Sekretär Zaches Zinnober, aufgrund eurer großen Verdienste um unser Land überreiche ich Ihnen den Orden des Geheimen Spezialrates. Ich bin
jetzt geheimer Spezialrat und werde die Dinge nehmen, wie es mir zukommt. Das nenne ich gesundes Vertrauen zu sich selbst. Wer so an sich glaubt, mein bester Zinnober, dem müssen auch die anderen glauben. Guten Tag, Herr Sekretär. Iss etwas, Fabian, das würde gut tun. Dann trink wenigstens. Den einen muss ich vom Strick reißen, den anderen vom Hunger retten. Als ob ich nicht selbst genug Kummer hätte. Balthasar, vor längerer Zeit hat der Fürst den Hofzauberer verbannt. Vielleicht weiß er ein Mittel gegen diesen verhexten Zinnober. Warum ist er verbannt worden? Ich weiß nicht genau. Er wird wohl zu klug geworden sein. Dienen sollen wir mit allen Kräften. Doch zu viel Geisteskräfte sind verdächtig. Wie soll man klug sein, aber nicht zeigen, dass man klug ist? Das ist die Kunst der Diplomatie am Hofe. Ein Boot! Los, komm! Hallo? 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 Meine Candida. Nein. Oh, Fabian. Fabian! Das trifft! Wirklich! Los! Den! Und nach! Den noch! Und schlag ihn! Zwerg! Balthasar! Unhold! Ja, schlag ihn! Ja, los, schlag ihn! Den noch! Oh, oh.
Oh, der Feigling. Oh, Balthasar, wie der aussieht. Zares Zinnober. Meine Herren, dürfte ich vielleicht erst einmal den Grund Ihres überraschenden Besuchs erfahren? Wir bitten um Entschuldigung für unser unerlaubtes Eindringen, verehrter Herr Doktor. Aber unsere Stadt hat ein bisher unbekanntes Unglück getroffen. Ein Scheusal, ein Wurzelzwerg, der allen Menschen die Erfolge stiehlt. Wir wissen nicht, wie wir uns gegen den Zauber dieses Unholds wehren können. Vielleicht wissen Sie Rat und Hilfe? Wer sollte Rat wissen, wenn nicht ich? Aber noch ist es nicht so weit. Noch ist mein Experiment nicht abgeschlossen. Experiment? Sie experimentieren auf Kosten anderer Menschen? Das ist alles Ihr Werk? Dieses Ungeheuer, seine gestohlenen Erfolge? Elender Hexenmeister! Rufen Sie diesen Wurzelzwerg zurück! Sofort! Gemach, Gemach. Ich sagte doch, das Experiment ist noch nicht abgeschlossen. Das wäre ja gelacht, wenn wir Sie nicht zwingen könnten, die Hexerei einzustellen. Solche Gäste liebe ich nicht sonderlich. Schöße. Fabian! Die Frackschöße! Bis auf den Boden. Oh, oh, schau, die wachsen bis runter. Meine Arme, zu kurz. Was soll ich machen? Weißt du was? Wir nehmen ganz einfach deine Frackschöße und klettern runter. Ja. Kommt sie aus. Da! Pass auf!
Balthasar! Unbeweglich die Sterne in der Höhe, viele tausend Jahre, und schauen sich an mit Liebeshöhe. Sie sprechen eine Sprache, die ist so reich, so schön, doch keiner der Professoren kann diese Sprache verstehen. Ich aber habe sie gelernt, und ich vergesse sie nicht. Mir diente als Grammatik der herzallerliebsten Gesicht. Ich kann mir selbst gratulieren.
Aus meinem Studentchen ist ein geheimer Spezialrat geworden. Er heiratet meine Tochter. Er wird mein Schwiegersohn. Und ich, Mosch Terpin, ich werde der Schwiegervater des geheimen Spezialrates. Ich erlange die Gunst des Fürsten und steige nach auf der Leiter des Erfolges, die mein vorzügliches Zinnoberchen hinaufklettert. Immer höher, immer höher, höher, immer höher, 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 höher. Wir uns darauf hinzuweisen, dass es ratsam erscheint, die Beziehungen zum Kakatukkerhof noch mehr als bisher zu vertiefen. Solch ein Mann, solch ein Talent, mein bester Zinnober. Ich ernenne Sie zu meinem Minister. Bedauerlicherweise lassen Ihre Kräfte nach. Ich erachte es als weise, Sie in den Ruhestand zu versetzen. Leben Sie wohl. Was stehen Sie noch rum? Sie sind entlassen! Ja. Ich bin jetzt Minister. Sammeln Sie Ihre unbrauchbaren Blätter auf und gehen Sie! Sie sind ein Mann der Tat, mein bester Zinnober. Ihnen gebührt die höchste Auszeichnung unseres Landes. Zaches Zinnober, Minister und geheimer Spezialrat. Ritter des Ordens vom grün gefleckten Tiger. Zaches Zinnober, Minister und geheimer Spezialrat. So hohl, wie ich errechnet habe, ist sein Kopf wohl doch nicht. Kaum hat der Wicht Gefallen am Aufstieg gefunden, beginnt er schon zu treten. Wenn es mir nicht gelingt, Einfluss auf seine Seele zu nehmen, können seine Tritte trotz der kleinen Füße am Ende noch gewaltig und furchtbar werden. Thank you.
Nicht gaffen! Meine Staatsgeschäfte warten! Kommen Sie mal her, Direktorchen! Ich nehme mir Ihre Kandida und Sie mache ich zum Generaldirektor für natürliche Angelegenheiten. Sie werden über den Reichtum der fürstlichen Wälder herrschen. Nachtigallen, Rebhühner und sonstiges Getier. Danke, großer Minister. Unterdänigsten Dank. Dürfte ich gleich in meiner neuen Stellung als Generaldirektor für natürliche Angelegenheiten einen Wunsch äußern? Ich arbeite an einer bedeutenden wissenschaftlichen Abhandlung in natürlichen Angelegenheiten über die Frage, warum Wein anders schmeckt als Wasser und auch eine andere Wirkung bei Mensch und Tier zeigt. Da wäre ein Studium in den fürstlichen Weinkellern. Ja, ja, das mache ich schon. Fabian, es gibt zu spät. Was es gibt? Erst verliere ich meine Arbeit durch diesen Zinnober, dann werde ich auch noch so einstellt, dass ich mich nicht aus dem Hause wagen kann, um eine neue Arbeitsstelle zu suchen. Vielleicht kannst du mir einen Frack leihen. Wenigstens für einen Tag. Warst du schon bei Balthasar? Der weiß doch immer Rat. Balthasar? Für den ist erst recht guter Rat teuer. Balthasar sitzt im Gefängnis. Eingesperrt ist er. Um Gottes Willen, warum denn? Er hat dem geheimen Spezialrat eine Tracht Spezialprügel verabreicht. Bravo. Bravissimo. Bei dem Konzert hätte ich auch gern mitgespielt. Fabian, komm, zieh meinen Schwarzen wieder an. Los! Hier rein, da rein, so. Ich hab da so eine Idee für ein ganz
besonderes Requiem. Kunde, die zutrug sich in unser Stadt. Da pflanzet sie von Mund zu Munde, was falsche Lieb für Folgen hat. Alles gute Ware. Junger Herr, kommen Sie doch mal ran. Schauen Sie sich das an. Das ist der Beste, den ich habe. Nur setzen Sie sich doch mal auf. Wunderbar. Der beste Hut, den ich habe. Ja, setzen Sie sich doch mal auf. Ja. Bitte, den nehmen Sie doch. Ach, warum ist er so betrübt? Er jammert mich. Sein Gram ist groß. Gewiss, er liebet und seufzt wie ich. Ach, sagt mir, was für stille Schmerzen erduldet ihr? Ist Liebesgram in eurem Herzen, so sagt es mir. Oh, der Gram in meinem Herzen verzehret mich. Madame, er bleibt in meiner Seele wohl ewiglich. Ein einzig Kleinod war auf Erden, das wünschte ich mir, dadurch der Glücklichste zu werden. Das wünschte ich mir. Ich bat zu Gott, es mir zu geben zum Eigentum. Mein Hab und Gut und selbst mein Leben bot ich darum. Mein einster Wunsch und meine Freude war es zu sehen. Wie war es meine Augenweide? Wie war's so schön? Aber ach, in tausend Stücken, der nicht mit Worten auszudrücken, mein armes Herz. Verzweiflung, Treue, Glück bestritt mein Haupt, als ich vernahm, mein Kleinod Oere mir weggeraubt. Was könnt ihr missen? Welch Kleinod kann euch zu früh? Mein Sohn, wir kommen den Leichnam abholen. Leichnam? Hier ist niemand gestorben. Früh hat der Tod den Studenten Balthasar zu sich genommen. Davon weiß ich noch gar nichts. Was soll denn passiert sein? Die Pest, mein Sohn. Die Pest macht auch vor der Jugend nicht Halt. Heilige Jungfrau Maria. Oh Gott. Oh Gott. Erwecken. Lass mich raus.
De profundi clamavi a te, Domine. Domine, voce meam. Fiant aure tuae, Domine, Domine. De profundi clamavi a te. Bekanntmachung! Auf Geheiß des Ritters vom Orden, des grün gefleckten Tigers, des geheimen Spezialrates und Ministers Zaches Zinnober, werden mit sofortiger Wirkung alle Feen aus dem Lande verbannt, da sie versucht haben, ihren Zauber der Musik, der Farben und Verse, die Sinne des Volkes zu verwirren und zu behexen. Glücklich ist das Volk, einen so weisen Minister zu haben. Die Farben, alles weg. Alles grau. Ich kann nicht mehr sehen. Meine Farben! Meine Blumen, meine schönen Blumen. Öffne doch endlich! Wo sind wir denn hier? Los! Ja! Rufe die Feen ins Land zurück. Ich brauche keine Feen. Willst du den Menschen alle Freude verbieten? Ja. Mir geht es prächtig. Und ich habe meine Freuden auch ohne diesen Plunder. Tralala, Buntheit, Bilder, alles unnützes Zeug. Ich liebe Grau. Was willst du ausrichten? Ich bin jetzt der größte Mann im Staat. Verschwunden. Exzellenz, er ist weg. Vielleicht haben wir ihn doch vertrieben. Verfolgt ihn! Zerstört seinen Zauber und bringt mir die Feder!
Die Pfauenfeder muss ich haben! Die Feder! Die Pfauenfeder! Das ist ein Anblick nach meinem Geschmack. Ein schönes Grau. Das verbindet euch mit eurem Minister und auch mit eurem Fürsten. Wir alle tragen das gleiche Grau. Kommt, wir nehmen die Tür. Freunde, vielleicht braucht Dr. Prosper Hilfe. Wer hat das getan? Das Werk meines Lebens vernichtet. Der Zauberspiegel zerstört. Meine Forschungen verbrannt. Wer hat das getan? Zinnobers Leibwache. Dr. Prosper, Ihr Experiment hat uns allen viel Unglück gebracht. Sie dürfen nicht mehr schweigen. Dr. Prosper, sagen Sie uns das Geheimnis des Zaubers. Dieser widerliche Kerl wird sich heute mit Balthasars Mädchen verloben. Ich habe mich geirrt. Ich habe mich furchtbar geirrt. Ohne Charakter und ohne Verstand hat er nur nach Macht gestrebt. Und statt die Ordnung des Reiches zu verbessern, habe ich sie noch verschlechtert. Mit Zaches ist alles nur schlimmer geworden. Welch ein Irrtum. Dr. Prosper, der Zauber, bitte! Die Feder habe ich retten können.
berührt er mit dieser Feder dreimal das zinnoberrote Haar von Zaches, so sinkt er ins Nichts zurück. Dreimal. Waffe, ich habe dich zu Unrecht gestraft. In dieser Dose findest du, was dir helfen kann. Komm ich zu früh, Kinder? Hallo, Ministerchen. Wo sind denn die Ringe? Ja, wo sind denn die Ringe? Eben waren ja die Ringe noch da. Ohne Ringe geht doch die ganze Chose nicht. Wo sind sie denn? Ach, das sind die Ringlein. Da. Keine Freude. Deine Augen sind wie ein Spiegel. Solange ich mich in ihrem Glanz sehe, weiß ich, dass du mich liebst. Oh. 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 Papa. Herr Direktor. Oh.
Herr Direktor, wir können einfach nicht voneinander lassen. Wir wollen ohne einander nicht leben. Sagen Sie nicht nein. Was? Ein Hungerleider für meine Tochter? Papa. Na, meinetwegen liebt euch und heiratet. Aber von mir bekommt ihr keinen Groschen. Ich habe ohnehin nichts mehr. Wohin willst du denn? Ich kann doch nicht. Herr Fabian, eine Prise aus der Schnupftabakdose wird Ihnen gut tun. Vincent! Polonaise! Ja! Dr. Prosper! Kommen Sie, feiern Sie mit uns! Nein, nein. Ich habe keinen Grund zum Feiern. Nur mich sehe ich in deinen Augen. Die ganze Welt spiegelt sich in ihrem Glanz. Mama! Charles! Charles. Mein kleiner Charles.